Hier geht es um einige typische Formulierungen, die man für die Implikation oder bei der Implikation vorfindet. Es geht also um das, was in Sätzen immer wieder geschrieben wird. Wie kann also ein Satz in eine Formel überführt werden? Oder auch der umgekehrte Weg, wie kann diese Formel in einen Satz überführt werden, wenn man das also so mal schreiben will. Nun, das schauen wir uns im Detail mal an. Wichtig zu Beginn. Zunächst einmal brauchen wir Abkürzungen für Aussagen, damit wir auch wissen, wovon wir reden. Also die Aussagenvariable A steht für das Wetter ist schön und die Variable B steht für wir gehen spazieren. Der Klassiker und das Übliche ist wenn dann, also wenn A, dann B. Das Ganze ist dann also von links nach rechts gelesen. Auch die Formulierung immer wenn A, dann B ist dieselbe Variante. Immer B, wenn A ist hier einmal von hinten aufgezäumt. Also da wird zuerst vom B, dann vom A geredet. Aber es fällt noch auf, dass wir das wenn immer zusammen mit dem A stehen haben. Und das ist auch noch hier im vierten Beispiel der Fall. B immer dann, wenn A. Spannend wird es jetzt, wenn etwas weiteres hinzukommt, wenn nämlich dieses kleine Wort nur hinzukommt, denn dann verhält es sich plötzlich ein klein wenig anders. Nur wenn B, dann A. Und jetzt haben wir hier eine entscheidende Kleinigkeit, denn an dieser Stelle, diese ist besonders schwierig zu verstehen, wird eigentlich ein anderer Sinn verwendet, nämlich der Sinn dieser Aussage, nur wenn B, dann A, soll eigentlich eher sein, nur wenn B, dann möglicherweise A. Und dieses möglicherweise lässt sich auch durchaus nachvollziehen, wenn man einmal in die Wahrheitstafel oben schaut. Da haben wir sie. Da war die Zeile nur wenn B, dann A. Nun B war hier wahr und ist hier wahr. Und da sehen wir, A hat mal den Wert 1, mal den Wert 0. Und daher kommt auch dieses möglicherweise, die Implikation ist ja in beiden Fällen wahr. Das möglicherweise kommt eben genau deshalb zustande, weil A sowohl wahr als auch falsch sein kann. Möglicherweise deckt das also in diesem Beispiel alles ab. So, dieses möglicherweise, was wir hier jetzt drin haben, hat die Besonderheit, dass wir hier dieses nur wenn plötzlich zusammen mit dem B stehen haben. Wenn das Wort nur nicht da ist, wenn wir also nur ein wenn da haben, dann war das wenn immer mit dem A dabei. Also hier aufpassen. Genauso sieht es umgekehrt aus, wenn ich hier A nur dann, wenn B habe, dann ist auch hier dieses nur umgedreht, also ich habe ja hier ein nur dann, obwohl ja eigentlich beim dann hier oben immer ein B im Spiel kam, B immer dann. Sie sehen also, dass wenn das nur im Spiel ist, die Punkte von A und B hier vertauscht sind gegenüber dem, was vorher gegolten hat.